Hallo Videospielfreunde und Videospielfreundinnen. In diesem Video erzähle ich euch, warum ich gerne Fortnite spiele und warum Fortnite auf der Nintendo Switch ein richtig hartes Problem hat. Als Fortnite damals auf der Switch erschienen ist, am ersten Tag habe ich es mir gleich mal auf die gute alte Switch gezogen und hab's ziemlich abgefeiert, denn ich habe in meinem ersten Game gewonnen. Also mein erstes Game 100 gegen einen habe ich damals gewonnen, ohne einen einzigen Kill. War wohl ein mega Zufall, dass ich da letztlich selbst erschossen hat. Auf jeden Fall war ich ziemlich gehypt davon und es hat mit den Freunden auch richtig Spaß gemacht, das zu zocken. Aber ich war richtig schlecht. Also obwohl ich mein erstes Game gewonnen habe, war ich richtig schlecht, denn ich habe Fortnite vorher nicht am PC gezockt und auch nirgends anders. Und dementsprechend ungeskillt war ich bei Fortnite. Hab viel abgebissen. Wenn überhaupt, habe ich pro Runde einen Kill erreicht und war glücklich. Ich war glücklich. Ein Kill und ich war glücklich bei Fortnite aus der Switch. Leider haben da meine Kumpels irgendwann aufgehört mit Fortnite. Ich glaube, bei Season 2 war es dann zu Ende. Season 2 haben noch relativ viele gezockt und dann war es irgendwie aus und ohne Freunde hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Allein Fortnite-Spiel ist nur der halbe Spaß. Ja, und jetzt viele Tage, Wochen, ich will vielleicht sogar Monate natürlich später wieder mal Fortnite auf der Switch eingelegt, riesen Update geladen und haben gedacht, gönn dir wieder mal eine Runde Fortnite, auch wenn von deinen Kumpels keiner mehr spielt, was soll's, einfach mal eine Runde Fortnite wieder spielen, ist ja ein schönes Spielerlebnis. Ich mag Fortnite ja sehr, weil man sich aussuchen kann, wie man es spielt. Man kann es ganz langsam spielen, hüpft runter mit seinem Fallschirm oder was man auch immer für ein Skin eingestellt hat und sucht sich gemütlich sein Loot zusammen, eine gescheite Waffe und so weiter. Kann ganz langsam vorgehen, wenn man drauf Bock hat, oder man springt direkt rein am Anfang in den Kampf und kann sofort loslegen mit der Action. Aber jetzt, ich sag mal ein halbes Jahr später, bis Jahr später, seit ich das mit meinen Kumpels gezockt habe, lege ich das Spiel ein und bin hart am Gewinnen. Ich gewinne alles. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz, jedes Mal, jedes verdammte Mal, erster, zweiter, dritter. Und da kommt man natürlich ein bisschen ins Grübeln, weil man sich denkt, bin ich so viel besser geworden? Haben mich die ganzen NES-Spiele irgendwie weich in der Birne gemacht? Und warum rocke ich jetzt alles weg? Pro Runde, ich übertreibe nicht, 4 Kills, 5 Kills. Früher habe ich mich gefreut über einen einzigen Kill. Jetzt 4 Kills, 5 Kills, überhaupt kein Problem. Nur ganz zum Schluss, irgendwie ist mir aufgefallen, so die letzten 3 Jungs, die noch übrig sind, also vielleicht sind es auch Mädels, da wird es dann hart. Die haben es dann drauf, aber die anderen, einfach nur Kanonenfutter, wird weggeballert wie nichts. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Was ist da los? Was ist los? Was ist los mit Fortnite? Warum bin ich auf einmal so gut? Und das Rätsels Lösung, ihr könnt es euch vielleicht denken, das Rätsels Lösung ist nicht, dass ich plötzlich alles wegrocke, weil ich so gut geworden bin, ohne zu üben. Nein, das Rätsels Lösung ist, man wird gematcht mit Handyspielern, also mit Mobilgamern, mit Android-Usern und Apple-User, soweit die noch gibt, weil momentan hat Fortnite da ja Mobile ein bisschen ein Problem, aber darauf möchte ich jetzt nicht so genau eingehen. Auf jeden Fall, Fortnite Switch-Spieler werden gematcht mit Handyspielern. Das ist das Rätsels Lösung. Deswegen habe ich alles weggerockt hier. Und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr auf der Switch spielt, dass ihr einfach alles wegrockt, weil ihr halt auf der Switch spielt. Und ich finde das nicht gut. Ich finde, das ist ein Problem. Ein Problem für mich, weil ich habe keinen Bock drauf. Unfair zu sein. Ich möchte, es fühlt sich an wie Cheaten. Das fühlt sich einfach nicht richtig an, so zu rocken, weil man gegen Handy-User spielt, die sich einfach nicht schnell umgehen.
genug umdrehen kann. Ich sage nicht, dass das schlechte Spieler sind. Das gibt sicherlich super Spiele auf dem Smartphone, bei Fortnite, ganz sicher. Aber man hat einfach einen Vorteil. Ich glaube, man ist einfach viel schneller mit dem Joystick und zusätzlich noch die Bewegungssteuerung. Ich glaube, da haben Handy-User einfach keine Chance. Also irgendwas stimmt hier nicht, dass man hier so abballert. Und ich bin mir ganz sicher, dass es daran liegt, dass man einfach diese ganzen Handy-User einfach wegkillt. Weil die einfach zu langsam sind mit dem Smartphone von der Reaktionszeit. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte gleichberechtigte Spieler haben. Es war vorher vielleicht gegen die ganzen PS-Spieler und die ganzen PC-Spieler, mit denen man gematcht wurde, richtig hart. Man hat sich gefreut, wenn man einen Kill bekommen hat, aber es war ehrlich. Vielleicht war man auch mit der Switch ein bisschen im Nachteil. Mag sein, weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich gar nicht mal so sehr. Aber jetzt finde ich es unfair. Dockt mir nicht, ich mag es gern fair haben. Ich verliere lieber fair als unfair, alles wegzurocken. Und wenn es euch auch so geht, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch Fortnite auf der Switch einfach zu leicht geworden ist, wenn ihr es unfair findet, dass ihr die ganzen Handy-Leute einfach wegballert, dann schaut mir was in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich interessieren, vielleicht feiert ihr es ja auch total, dass ihr die ganzen Handy-User wegballert. Ja, mir macht das keinen Spaß. Und ich glaube, die 4-5 Leute, die so richtig zum Schluss überbleiben, gegen die man echt Probleme hat zu kämpfen und die der Grund sind, warum man oft eben nicht Erster wird, das sind die anderen Switch-User. Ich glaube, dass die Leute, die da zum Schluss überbleiben, andere Switch-User sind, die auch hart am Ballern sind. Und einfach auch den Vorteil von dieser Reaktionszeit haben. Ich mag mich irren. Ich kann es nicht beweisen, dass es so ist. Aber wenn ihr auch das Gefühl habt, dass es genauso ist, wie ich es jetzt beschrieben habe, schreibt mir in die Kommentare und lasst mir einen Daumen hoch da für den Algorithmus, dass noch mehr Leute dieses Video sehen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt von meinen Gaming-Kommentaren, dann könnt ihr da unten abonnieren. Da freue ich mich sehr, wenn die Abozahlen ein bisschen in die Höhe gehen und ich mit euch über Games quatschen kann.